Heute habe ich euch wieder die Bahn mitgebracht. Und wir haben uns schon verschiedene Sensoren und Aktuatoren angesehen. Aber das Offensichtlichste, den Elektromotor, haben wir uns noch gar nicht angesehen. Herzlich willkommen in der VDI Technothek. Hier in der Kinder- und Jugendbibliothek im wunderschönen Frankfurt-Bonn. Heute wollen wir also rausfinden, wie die Bahn fährt. Dazu nehme ich die Bahn, die ist auseinandergebaut. Und ihr seht auch, dass keine Batterien drin sind. Und jetzt stelle ich die hier auf die Gleise. Und schließe die mal an Strom an, einfach so. Und schwuppdiwupp fährt die Bahn. Nochmal. Ist, wie es immer ist bei den Experimenten. Es will nicht von Anfang an klappen. Klappt. Bahn fährt ganz ohne Sensoren, Aktuatoren. Klar, mit dem Motor. So, wie funktioniert jetzt der Motor? Da müssen wir uns ein bisschen mit Magnetismus beschäftigen. Das hier mal zur Seite. Da habe ich wieder den Kosmos Elektro und Co. mitgebracht. Ich finde ihn super, ich finde, da ist viel drin fürs Geld. So, da habe ich hier so einen Galgen. Da hängt was dran und hier habe ich einfach eine ganz normale Büroklammer unten dran gemacht. Die ist aus Eisen. Und die warten wir jetzt einen kleinen Moment, bis sie so ungefähr in Ruhe ist. Und dann nehme ich einen Magneten. Und mit dem Magneten kann ich jetzt die Büroklammer beeinflussen. Ich kann jetzt dafür sorgen, dass sie so ein bisschen sich intensiv bewegt hier. Und die Frage ist, wenn ich Magneten auf eine bestimmte Art und Weise anordne, ob ich dann vielleicht dafür sorgen kann, dass die Büroklammer sich immer im Kreis dreht, dann hätte ich ja schon einen Motor. Schön wäre, wenn ich so einen schaltbaren Magneten hätte. Vielleicht zwei Stück, einen auf jeder Seite oder sowas. Und dann könnte ich immer auf der einen Seite anfangen zu ziehen und dann auf der anderen Seite und dann würde sich das im Kreis drehen. Und genau das probieren wir jetzt mal. Sowas gibt es nämlich, schaltbare Magneten. Nennt man Elektromagneten. Das heißt, wir brauchen hier unsere Spannungsquelle. Und so sieht das aus. Das hier ist ein Elektromagnet. Und den klemme ich jetzt hier mal an unsere Stromquelle an. Und wenn ich jetzt hier den Schalter drücke, das ist nicht besonders kräftig, mein Elektromagnet hier. Aber man sieht deutlich, dass ich das beeinflussen kann. Und ich kriege auch eine Drehbewegung hin. Vielleicht brauche ich noch einen zweiten auf der anderen Seite. Ist schon magnetisch. Gut. Muss ich das irgendwie in ein Konstrukt bauen, dass das sich so drehen kann und nicht so rumeiert, sondern es soll ja immer schön rundlaufen. Und dafür habe ich was mitgebracht. Das ist so ein Set hier. Damit kann man einen Elektromotor bauen und das machen wir jetzt. Ich habe vorher schon mal gelunzt, schon mal reingeguckt. Schöne Anleitung, die ist wichtig, auch für Ingenieure. Da gibt es so ein Kupferdraht. Der ist auch ganz wichtig. Und es gibt hier so eine schöne Holzschablone. Da kann man die Sachen einfach so rausdrücken. So ein bisschen aufpassen. Ganz besonders aufpassen muss man bei diesem großen hier. Da ist ganz wichtig, dass man diese Schnecke hier nicht kaputt drückt. Das ist eine Feder und da darf man nicht drauf drücken vorher. Hier steht auch drauf, wer es gemacht hat.
youmake.org. Auch ein Ingenieur, der Spaß dran hat, Leuten was beizubringen. Ganz besonders wichtig ist, falls ihr euch Einzelteile kaufen wollt, der ist lackiert als Isolierung. Der darf nicht unisoliert sein, der muss isoliert sein, sonst funktioniert es nicht. Und damit fange ich an. Da drin ist eine Mutter, eine Schraube mit einer Mutter. Und die Mutter, die machen wir so drauf, dass das hier drauf passt. Bisschen weniger. So, das muss da gut drauf gehen. Und dann wird da dieser Kupferdraht ganz sorgfältig drum gewickelt. Das ist wichtig, dass da sorgfältig gearbeitet wird. Umso sorgfältiger ihr arbeitet, umso stärker ist euer Elektromagnet hinterher. Weil ein Elektromagnet ist nichts anderes als eine Kupferspule. Da muss man schön ein bisschen Abstand lassen, damit man das hinterher gut anschließen kann. So 12 cm oder sowas. Und dann fein säuberlich darum wickeln. So, jetzt ganz wichtig. Auf die Enden wollen wir Strom drauf geben. Deswegen müssen wir da erstmal den Lack abmachen. Da ist ein kleines Stückchen Schmirgelpapier dabei. Das macht man da einfach so drum. Und damit macht man diesen Lack ab. Schön so dran kratzen. Paar Mal. Nehme ich wieder meinen Galgen und meine Spannungsversorgung. Und jetzt mache ich das hier an beide Enden ran. Aha! Das geht ja besser als erwartet. Das Gehäuse habe ich jetzt fertig zusammengebaut. Das ist ein schönes Gerüst. Und hier oben sieht man unseren Elektromagneten. Dazu gibt es einen sogenannten Rotor. Und auf dem Rotor befinden sich zwei statische Magneten. Und wichtig ist, dass die beide in die gleiche Richtung zeigen. Das heißt, jetzt habe ich das so gebaut, dass außen immer das Blaue anzieht. Den kann man jetzt hier reinstecken. So. Und dann kann er sich hier wunderbar drin drehen. Und eben nur drehen, der kann nicht so rumeiern wie beim Galgen. Das können wir hier schon mal versuchen. Das bewegt sich schon, wenn ich mit dem Magneten da rankomme. So. Und die Idee ist ja jetzt, dass der Elektromagnet diese Bewegung verursacht. Deswegen stelle ich das jetzt hier mal so ein bisschen schräg. So. Und dann schließe ich das mal an die Stromversorgung an. Und wenn ich jetzt meinen Taster drücke, zack, wird es angezogen. Es funktioniert ganz wunderbar. So dreht sich's. Jetzt sieht man schön, dass der Elektromagnet den statischen Magneten anzieht und dadurch eine Drehbewegung ausgelöst wird. Und jetzt wieder den nächsten. Hilft nicht so richtig, wenn ich mit meinen Händen immer dran. Irgendwas müssen wir jetzt noch anders machen. Mal dreht er in die eine Richtung, mal in die andere. Aber man kann es erkennen. Es könnte funktionieren. Man muss jetzt irgendwie genau im richtigen Takt drehen. Eigentlich mit dem Magneten dran ziehen. Immer im richtigen Moment. Da müssen wir uns irgendwas ausdenken. Und das haben wir eigentlich schon. Bei dem Bausatz so was ganz Kleines dabei hier. Das ist ein Magnetschalter. Wenn ich dann mit dem Magneten drüber gehe, dann wird der Schalter geschlossen. Und das ist hier ganz unten eingebaut. Hier habe ich das eingebaut. Da. Und jetzt können wir mal Folgendes machen. Jetzt baue ich mal hier eine Lampe dazwischen. Hier verbinde ich das jetzt.
Jetzt geht der Strom folgenden Weg. Der geht jetzt hier über unseren Elektromagneten wieder runter, über den Schalter wieder zurück, über die Lampe in die Stromversorgung. Und jetzt komme ich mal mit dem Magneten hier in die Nähe. Dann leuchtet die Lampe. Immer wenn ich mit dem Magneten in der Nähe des Schalters bin, schließt sich der Stromkreis. Auf die Art und Weise, ich meinen Rotor wieder einsetze, so ist der Stromkreis nicht geschlossen. Die Lampe ist aus. Das heißt auch, mein Elektromagnet zieht jetzt nicht. Wenn ich jetzt ein bisschen weiter drehe, jetzt, wenn der Obermagnet hier ist, wird er angezogen vom Elektromagnet und kriegt den Drall. Aber jetzt, damit er hier nicht da stehen bleibt, ist der Schalter wieder offen, weil der untere Magnet wieder weg ist. Und so geht es immer weiter. Jetzt wird er hier nicht mehr festgehalten durch den Elektromagneten, sondern kann weiter drehen. Und jetzt kommt der nächste Magnet unten am Schalter an, betätigt den Schalter. Und dadurch wird dieser Magnet von unserem Elektromagneten angezogen. Hat noch Schwung, dreht sich weiter und wird wieder vom Elektromagneten angezogen. Soweit die Theorie. Jetzt nehme ich die Lampe mal raus, weil wir sonst nicht genug Spannung haben. So, jetzt ist alles fertig zusammengebaut. Und es funktioniert. Ganz wunderbar. Und in der Bahn funktioniert der Elektromotor ganz genauso. Der ist hier. Und da sind auch statische Magneten drin und Elektromagneten. Aber nicht nur einer, damit man das nicht so anschubsen muss, sondern damit immer einer richtig steht und dann der von ganz alleine anläuft. Und im großen ICE ist genau das gleiche Prinzip. Und in einem Roboter ist auch das gleiche Prinzip. Aber im Roboter ist ein Steppermotor drin. Damit kann man viel präziser die Bewegungen steuern. Und das macht man, indem man einfach mehr Elektromagneten einsetzt. Wenn ihr genau wissen wollt, wie das funktioniert, dann unten einfach mal einen Kommentar da lassen. Dann können wir das vielleicht mal genau anschauen. Ansonsten, ihr habt ja festgestellt, wir veröffentlichen die Videos immer mal, aber nicht regelmäßig. Deswegen schön subscriben. Und ich habe gelernt, ich soll die Glocke nicht vergessen. Also subscriben und auf die Glocke drücken. Bei unserem kleinen Modell ist es so, dass es jetzt nicht losläuft, sondern ich muss es erst anstoßen, damit das Ganze funktioniert. Und bei großen Elektromotoren, bei echten Elektromotoren, macht man das so, dass man mehrere von diesen Spulen hat, mehrere Elektromagneten. Das heißt, wenn das der Rotor ist, der sich hier drehen soll, diese Richtung sollte sich drehen, und der hat hier zum Beispiel einen Südpol und der hat auch einen Südpol, dann ist hier der Nordpol und hier auch der Nordpol. So, und jetzt möchte ich, dass er sich in die Richtung dreht. Dann müsste ich jetzt hier, das ist eine Spule, ein Elektromagnet, wenn ich jetzt hier einen Nordpol einschalte und hier auch einen Nordpol einschalte, dann fängt er an, sich in die Richtung zu drehen. Dann muss ich den wieder ausschalten und hier auch wieder einen Nordpol einschalten. Und dann dreht er sich immer weiter. Man kann das auch andersrum machen, dass man mit Nord- und Südpolen arbeitet und dass man dann anzieht und abstößt. Aber auf die Art und Weise kann man auch einen in Ruhe befindlichen Elektromotor dann anfangen zu drehen, indem man erst hier einschaltet, dann da einschaltet, dann da einschaltet und dann folgt er den immer. Und dadurch kriegen wir auch die Rotation hin, ohne dass einer kommt und erstmal anstupst.